Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Wie ihr sich schon sehen könnt, in den letzten Tagen war es ziemlich hektisch. Nach dem Höhenflug kommt sozusagen der Fall im Moment. Wir waren mit Bitcoin auf $11.500 und sind jetzt wieder bei unter 10.000. Das heißt, es ist im Moment sehr volatil. Das Market Cap der gesamten Kryptowährung ist bei ungefähr 300 Milliarden. War gestern auf 350 Milliarden, ist auch nochmal halt runtergegangen. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei ungefähr 56%. Ja, also wir haben die 10.000 geknackt, sind noch darüber hinausgeschossen und jetzt sind natürlich Gewinnmitnahmen dabei, vor allem von den Großinvestoren, die jetzt ihre Gewinne mitnehmen und muss man halt jetzt aufpassen, dass man nicht in Panik verfällt. Ist aber klar, wenn der Kurs durch einen Hype so stark steigt, dass auch starke Kursverluste kurzfristig zu erwarten sind, darf man sich nicht beirren lassen. Auch Ethereum ist ein bisschen gesunken. Dash ist immer noch stark bei fast $800. Ist der einzige, der sich hier noch weiter nach oben bewegt. Ja. Dash gucken wir uns gleich auch noch mal ein bisschen an. IOTA ist auch wieder ein bisschen gefallen. Aber ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Kommt da jetzt Panik auf bei den Leuten oder nicht? Wenn wir uns das mal anschauen, wir sind jetzt hier genau auf 11.400 ungefähr gekommen mit Bitcoin und sind dann direkt von dort aus bis auf 980 $ gefallen. Das ist ein Kursverlust von 18% gewesen. Das ist natürlich sehr viel für Bitcoin, sogar für Bitcoin sehr viel. Im Moment sind wir bei einem Abstieg auf, bis auf ja, 15% im Moment. Ja, schön zu sehen ist hier wieder, wenn man das Fibonacci Retracement drauflegt, diese 0,6 Linie, die ich schon im letzten Video erwähnt hatte, diese wichtige. Bis dahin kommt es auch, wenn man hier die Rallye mal nimmt, vom Anfang bis 11.400, dann kommt es ungefähr hier hin, bis zu dieser 0,186 Linie, ist ungefähr bei 9.200, 9.300. Von da ist es wieder noch ein bisschen hochgegangen, aber jetzt bewegt sich es halt wieder runter. Wichtig ist, dass hier der gleitende Durchschnitt von 50er gleitender Durchschnitt nicht durchbrochen wird, hier bei der 9.000. 9000er Marke, das ist natürlich wieder eine Unterstützung, weil wenn es darunter geht, würde ich sagen, der wird auch wieder auf 8300 gehen. Muss man mal schauen, wie die Leute jetzt darauf reagieren, auf diese Gewinnmitnahme. Das Problem ist, weil es halt durch den Hype so stark gestiegen ist. Wir sind von 5000 auf $10.000, ich glaube, innerhalb von 1 oder 2 Wochen gestiegen und da ist natürlich auch die Gefahr groß, dass es halt auch schnell wieder runtergeht. Und das sehen wir jetzt gerade auch. Und das zieht natürlich auch die ganzen anderen Sachen mit runter. Also wenn wir uns Ethereum angucken, Ethereum hatte auch eine sehr gute Rallye nach oben in den letzten Wochen. In der letzten Woche, in den letzten 10 Tagen ungefähr, haben wir gesehen von ungefähr $290 bis auf hier bis zum Allzeithoch $533. Ist auch dann jetzt gefallen bis auf $400 im Moment bei $420. Da muss man aufpassen. Jetzt hier bei dem 4-Tages-Chart sind sogar alle drei gleitenden Durchschnitte hier durchbrochen worden. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Da muss man mal aufpassen. Wenn man hier mal den Tageschart sieht, dann sehen wir, dass hier dass der 10er gleitende Durchschnitt durchbrochen worden ist. Ja. Ist wirklich jetzt spannend, schon eine spannende Zeit, wie weit es jetzt nach unten geht, ob es sich schnell wieder erholt. Und wenn es sich wieder, ich glaube, wenn es sich erholt, dann kann es auch wieder ganz schnell nach oben gehen. Die Frage ist halt, wann das passiert. Deswegen muss man jetzt hier drauf achten, wie sich die Unterstützung hier verhalten. Wir haben ja hier das Allzeithoch von damals gehabt. Wenn man uns diese Linie mal hier durchzieht, da sind wir ungefähr. Darunter sollte es jetzt bei Ethereum zum Beispiel nicht fallen, wenn man es ein bisschen konventioneller mal angeht, hier ein bisschen runtersetzt auf die Balkenenden.
Dann sehen wir, dass es ungefähr bei $390 ist. Darunter sollte es nicht fallen. Genauso sieht es bei IOTA auch aus. Wenn wir uns das schnell mal angucken. Sehr, sehr stark gestiegen. Gehen wir mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Auch hier kann man das Fibonacci Retracement sehr schön anwenden. Wenn man hier Anfangspunkt annimmt von der Rallye, sehen wir ganz genau hier, dass es 0,68 Linie wieder hochgegangen ist, also diese Linie als Unterstützung angesehen werden kann. Aber der Trend ist natürlich jetzt nach unten in den letzten Stunden. Auch hier muss man aufpassen. Wie gesagt, nur Dash hält dagegen und zwar sehr stark sogar. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Hier im 4-Stunden-Chart sieht man das ganz genau. Im vorletzten Video hatte ich diesen Widerstand hier eingezeichnet. Der wurde durchbrochen. Dann hat er sich wiederholt, ist wieder ein bisschen runtergegangen, hat er wieder einen Widerstand gehabt, den hat er wieder durchbrochen gehabt und dann hatten wir hier so einen Trendkanal. Den hat er auch jetzt wieder durchbrochen, ist bis auf $819 gekommen. Im Moment bei $755, der hält auf jeden Fall dagegen. Das Trading-Volumen sieht auch sehr gut aus, wenn er hochgeht, ist das Volumen höher. Was heißt, dass der Markt den Trend bestätigt. Also für Dash sieht es im Moment sehr gut aus. Also es ist ein sehr starkes Zeichen, wenn alles andere runtergeht und Dash trotzdem dagegen hält. Müssen wir weiter beobachten. Bis zum nächsten Video. Ciao.